Filmfans, herzlich willkommen zu einer neuen Movie Review. Und heute geht es um einen Film als Fahndung vorweg, der sich komplett dem Massengeschmack entzieht. Und zwar geht es um Only Good Forgives, den neuesten Regiewerk von Nicholas Winding Refn. Nach gut 2 Jahren, nachdem er mit Drive quasi international seinen Durchbruch hatte, überall bejubelt worden ist. Und ja, jetzt in diesem Jahr war es allerdings andersrum bei Only Good Forgives. Er wurde mehr ausgebuht für den Film. Was man letzten Endes oder beziehungsweise ich nicht ganz verstehen kann, und dann auch noch gleich in die Gewaltporno-Ecke gepackt worden ist, was noch ein bisschen alberner ist. Der Film hatte einen gewissen künstlerischen Anspruch, geht anders wie ein Drive vollkommen in der Arthouse-Ecke auf und entzieht sich auf der anderen Seite allerdings komplett dem Mainstream, denn Refn zieht ja einfach konsequent sein Ding durch, das muss man einfach positiv erwähnen, und hatte Ryan Gosling wieder mal an Bord gehabt, der die männliche Hauptrolle inne hatte. Und nun ja, der Film spielt diesmal in Bangkok, es geht um zwei Brüder, Billy und Julian, die einen sehr lukrativen Boxclub leiten. Der ist allerdings nur Vorwand für einen noch lukrativeren Drogenhandel mit Heroin und Kokain. Das Ganze wird natürlich auch ein bisschen geleitet von Crystal, der Mutter. Die ist quasi das Oberhaupt des Familiensyndikats und erwirtschaftet oder verdient natürlich daran auch sehr viel. Und ja, das einzige Problem, was sie mit ihren Söhnen hat, ist eigentlich nur, dass Billy ein Faible hat für sehr junge Frauen, eher für minderjährige Mädchen, also schon für Kinder. Und eines Tages vergeht er sich natürlich an einer jungen Prostituierten und gerät dann ziemlich in Rage und in einen Blutrausch und bringt dann eben jenes Mädchen um. Und das bleibt natürlich nicht lange ungesühnt. Der Gute wird dann natürlich von dem Vater des Mädchens zu Tode geprügelt, nachdem Chang, ein örtlicher Provinzpolizist, natürlich herausgefunden hat, dass Billy für diese Sauerei verantwortlich war. Und nun ja, jetzt will natürlich Crystal, die Mutter von Billy, Rache dafür haben und schickt Julian in die tiefsten Abgründe von Gewalt und Rache. Dabei wird er selber von Gewissensbissen geplagt und will das überhaupt nicht und kriegt dann erstmal ordentlich die Hucke voll. Only Good Forgives ist ein sehr straighter Film, dessen Handlung ist relativ simpel ausgefallen, aber der Film lebt vor allem von diesen drei Figuren, von diesem Cop Chang, der sehr gerne mit seinem Schwert rumfuchtelt, auch die ein oder anderen Gliedmaßen damit abhackt, abtrennt. Und in dieser Hinsicht ist der Film auch nicht wirklich zimperlich, aber die Gewalt ist meistens immer begründet. Sie wirkt nicht wirklich so selbstzweckhaft, wie manch einer erwähnt hat, das wäre hier ein reiner Gewaltporno. Dann natürlich die Beziehung zwischen dem jüngeren Sohn von Crystal, Julian, der auch quasi ein bisschen diesen Ödipussy-Komplex hat und quasi in seinen eigenen Albtraum hinuntergerissen wird, dank seiner Mutter und seines verstorbenen Bruders. Und der Film ist sehr meditativ, es ist ein Film, der vor allem durch seine Kamerafahrten lebt, durch seine Einstellung, durch den sehr gut gesetzten Schnitt und manchmal eigentlich sehr wortkarg daherkommt, aber die Performances vor allem von diesen drei Darstellern, von Gosling, Kristen Scott Thomas, die hier quasi gegen den Strich besetzt worden ist, und Vitaya Pansigam, ist einfach unglaublich. Definitiv. In dieser Hinsicht treibt Refn hier mal wieder die Darsteller zu extremst grandiosen Leistungen. Und das konteragiert natürlich mit der ganzen Umsetzung, mit dieser düsteren Welt, in die man hineingezogen wird, mit all der Gewalt, mit all der Verstrickung zu den Figuren, und man hat hier wirklich eigentlich gar keine Identifikationsfiguren. Alle sind irgendwie ein bisschen unsympathisch, haben irgendwelche Makel, irgendwelche menschlichen Abgründe, aber das macht den Film erst recht so interessant, neben seiner recht eigenwilligen Ästhetik, die natürlich ein Ausdruck ist, auch für alle bisherigen Regiearbeiten von Refn, wobei dieser am Anfang doch seine Filme etwas Mainstream-mäßiger angelegt hatte, vor allem die Pusher-Filme, wo man von Handlung und so immer noch folgen konnte und so, wo das Ganze auch einen gewissen Unterhaltungswert hatte, aber irgendwann ab Valhalla Rising ist das Ganze zunehmend in der Arthouse-Ecke versunken, aber das ist wirklich nicht so schlimm, der Film ist wirklich wirklich eine Überraschung gewesen, wenn ich an meine Erwartungen denke und all das, was ich an Verrissen zuvor gelesen habe.
Und natürlich ist es auch erstaunlich, dass er nur mit der FSK 16 letzten Endes durchgekommen ist, nachdem der Verleih Tiberius-Film dann doch Einspruch eingelegt hat, denn der Film ist wirklich nicht ohne und spart auch nicht an Gewalt, wobei diese wirklich wohl dosiert über den Film verteilt worden ist, aber der Film ist wirklich nicht unblutig, also schon quasi in die Richtung Drive, nur dass er hier mit der FSK 16 dann letzten Endes, nachdem Revision eingelegt worden ist, ungeschoren davon gekommen ist. Ja, für wen ist jetzt eigentlich dieser Film geeignet? Wohl eher für die Freunde ästhetisch anspruchsvoller Filme ist dieses Werk definitiv eher zu empfehlen als für diejenigen, die hier für einen knappen Hunger, so für 90 Minuten hier einen reinen Klopperfilm oder sowas erwarten. Das ist Only God Forgives definitiv nicht. Es ist ein Film, der aufgrund nicht nur seiner Bilder, der schauspielerischen Performances, sondern auch des wieder mal tollen, grandiosen Retro-Synthie-Soundtracks von Cliff Martinez definitiv im Kopf hängen bleibt. Auch wenn sich Reven in dem Film erlaubt hat, noch ein paar Karaoke-Einlagen einzulegen, die knapp an der Grenze zur unfreiwilligen Komik vorbeischrammen und der Film, ja, nicht so emotional daherkommt wie ein Drive. Dennoch hat es sich gelohnt für all diejenigen, die nicht in den Genuss des Films kommen, da er eigentlich mit einer sicherlich sehr niedrigen Anzahl an Filmkopien in Programmkinos läuft. Den kann ich nur sagen, dass Mitte November dann der Film auf DVD und Blu-ray erscheint. Definitiv eine Empfehlung wert, ein Blick sowieso und für mich einer der wenigen Filme, wo ich klar sagen kann, dass es ein Geheimtipp ist. Only God Forgives hat mich vielleicht noch ein bisschen mehr als Drive geflasht, aber von der Umsetzung her ist es ein wirklich toller Film, ein tolles Arthouse-Werk. Und mal gespannt, was Nicolas Winding Refn dann vielleicht in den nächsten 1 bis 2 Jahren dann filmisch wieder raushaut. Und nun ja, von mir bekommt der Film gute oder volle 10 von 10 Punkten. Definitive Empfehlung. Allerdings nicht für die breite Masse geeignet. Und ja, das war es auch mit einer neuen Kritik, diesmal zu Only God Forgives. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Ciao, euer.